Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Don't Starve Together in einer weiteren Folge, in der letzten Folge. Aber die letzte Folge bestreite ich natürlich nicht alleine, denn mit mir dabei ist meine treue Gefährtin, die immer sterbende Lerina. Hallöchen. Und die mittlerweile sehr gute Jägerin Marsha. Hallo. Ich bin auch eine Jägerin. Nicht so eine Anfängerin. Du bist die Köchin. Ja, das stimmt. In letzter Zeit, ich habe echt viel gekocht, aber jetzt reicht das auch erstmal. Ja, wir haben Tag 88. Wir haben alles Mögliche von dieser Welt erkundet. Wir haben so viel ausprobiert. Natürlich nicht alles ausgeschöpft, ist in einem Let's Play immer schwierig. Aber wir haben auch gemerkt, dass so langsam vielleicht ein Ende Sinn machen würde. Es ist immerhin die 40. Folge. Wir haben sehr viel gezeigt, sehr viel gemacht. Sehr viel gelitten vor allem auch. Oh, really? Und jetzt kommen wir noch die Hundehorde zum Abschluss. Wow. Und wir wollen auf jeden Fall zum Ende kommen. Zumindest für diese Staffel. Ob Don't Starve Together weitergehen wird in einer weiteren Staffel, lasst euch einfach mal überraschen. Vorerst wird diese Staffel dann erstmal enden. Und wie lange diese Folge hier gehen wird, ich meine, da seht ihr dann selber jetzt, wenn ihr dieses Video seht. Ihr seht dann die genaue Minutenzahl. Sie wird wahrscheinlich ein bisschen Überlänge haben, denn wir haben ein Vorhaben. Und das ist nicht die Hundehorde. Denn wir haben uns eifrig vorbereitet, wie man schon sehen kann anhand des Inventars. Aber erstmal die Hunde platt machen. Nicht die Pfeile dafür opfern. Renn lieber weg, Lerina. Die Pfeile brauchen wir noch. Ich kümmere mich um die Hunde. Ach du Scheiße. Dann kriegt der Stream auch wieder ein bisschen Monsterfleisch dazu. Ja, wenn die nicht hier alle brennen würden. Verdammt. Unglaublich. Sind sie alle dead? Ich renne lieber einfach mal weg. Was anderes kann ich nicht tun. Du kannst ja eine Weile noch mal nach schwarzen Raben ausschalten, weil wir brauchen unbedingt noch ein paar Pfeile. Ja. Ich weiß halt nicht, ob man... Ob man vielleicht diese 38 Leben noch aufstocken kann, aber weiß es nicht, weil es ist halt nicht. Limit, ja. Der Rest ist halt schwarz. Da musst du dich wirklich im Hintergrund halten bei unserem Vorhaben. Ich werde nur schießen. Denn wir haben etwas vor und dafür müssen wir etwas reisen. Wir werden uns jetzt gleich mal auf den Weg machen. Ich räume mal ganz schnell ein bisschen Krempel weg. Die Asche nehme ich mal besser mit. Man weiß ja nie. Vielleicht finde ich ja Spinnendrüsen. Hat jemand noch Kohle übrig? Kohle? Nee. Also wenn nichts in den Kissen ist, dann nicht, nee. Schade. Schweinehaut, danke. Nee, ich wollte die eigentlich in die Kiste machen. Du standst nur davor. Ach so. Hast du Kohle? Ich? Nein. Schweinehaut hat sie in die Kiste getan. Mein Kacki. Ja, ich wollte die Kiste machen, Joe. Wir sollten jetzt aber ein bisschen weitergehen. Ja, wir können uns ja ein Feuer unterwegs craften, damit wir in der Nacht sicher sind, denn wir haben ein bisschen was vor uns an Weg. Und wer aufgepasst hat bei Don't Stuff in unserer Staffel... Ihr dürft nicht so schnell laufen. Ja, ich achte nicht so schnell. Nein, du bringst Licht, da müssen wir kein Feuer machen, Schnucki. Wer aufgepasst hat, trotzdem den Satz möchte ich. Du bist trotzdem zu schnell, weil du läufst doppelt so schnell wie Lerina. Ich wiederhole den Satz zum dritten Mal. So. Wer aufgepasst hat bei Don't Starve Together in unserer Staffel, der weiß, wo wir uns so langsam hinbewegen. Denn wir waren alle schon mal mehr oder weniger dort in dieser Richtung grob unterwegs. Und am Ende dieser Richtung erwartet uns eine Überraschung. Also einige waren nicht ganz so lebendig unterwegs dahin, aber... Ja, Lerina ist überall mal gestorben. Ja. Von irgendwie. Ich versuche langsam zu gehen. Ja, halt so, dass ich in deinem Lichtradius bin. Ja, ich gehe zwar voll zappelnd, aber ich gehe langsam. Lol. Ja. Das Wandern ist des Mannschaftslust. Hier ist eine Karotte für euch. Das Wandern. Und ach ja, Xtreme hat ein Röckchen an. Ja, auch nochmal vorm Schick, muss ich jetzt auch nochmal präsentieren. Wenn Irina nicht genau davor stehen würde, so. Nein, bei mir stehst du davor. Jetzt ist gut.
Wunderbar. Ja, ich habe mir gedacht, Ach, das es süße passt absolut Bild. zu meinem Style. Oh. Ja, das ist. Endlich sind wir auch alle dreimal wieder unterwegs, gemeinsam. Ich meine, unsere ganze Staffel war ja doch ein bisschen Oh. chaotisch. Immer jeder hat Aber es hat. so in eine, jeder ist in eine Richtung gegangen und hat irgendwie was gemacht und dann war es dann auf einmal Rettet Irina oder Vorsicht Hundehorde oder sonst was. Es hat so Spaß gemacht. Ja, das muss man dazu Alte sagen. vier. Genau, also Nee, nicht so schnell. Best of Momente. Alt F4, Alt F4. Ja, das war ein nicht so schöner Moment. Ich fand ihn ganz cool. Ja, Ist ich mir auch. klar. Vor allem, wie überrascht sie war. Das war einfach so episch. Ja, jetzt weiß ich's. Sofort, das hat so einfach gepasst. So. Wie kann man die Kleidung wechseln? Da muss er Alt F4 gleichzeitig drücken. Das geht nicht. Ja, du musst das gedrückt halten. Das war zu geil. Ah. Jetzt wieder der gruselige Tisch. Wer ist noch mal in der allerersten Folge gestorben? Wer hat gesagt, ich bin hier oben, ich brauche Hilfe? In der ersten Ihr Folge? beide seid in der ersten Folge gestorben. Aber nur, weil ich Lirina beschützen wollte. Wie immer. Extreme war als Die erster ganze tot. Staffel hat sich das gezogen. Lirina beschützen. Olli Bienen Oh. schlafen. Ja. Und hier, die Oh Gott, ganzen hier die Bienen, Bienennester. Die genau. sind ja fast alle Oh. weg. Also da war ja eine Riesenschnetzelei. Das war unglaublich. Die Ja. Blümchen können wir auch unterwegs sammeln, weil die geben uns dann auch nochmal Leben, die Rina. Ja, bei mir sagt er Yeah. nur. Bäh. Vorsicht, hier sind noch wieder. Also hier sind ein paar Bienen, aber jetzt kann ich ja alleine wieder mich Ja. bewegen. So. Wir nähern uns langsam einem gefährlichen Biom. Und zwar ist das das Biom der. Oh, ich werde Na zurückgesetzt. komm. Ja, ich auch. Ich habe Blumen gegessen. Der Hunde. Denn die Hunde sind hier zu Hause in dieser Ebene. Und es sind nicht nur die Hunde hier zu Hause, denn wer aufgepasst hat, weiß, wer hier noch zu Hause ist. Oh, hallo Hundi. Schreibt es Hundis. in die Kommentare, wenn ihr nicht jetzt schon, ja, vorgespult skippt habt. zu, ja, genau. Oder schon Dann, abgeschaltet habt. ja, oder abgeschaltet. Oh. Denn da haben wir jetzt, Magnificent, auch schön. ja, Ah, hier oh ist mein Haustier. Okay. Denn unser Vorhaben ist es. Scheiße. Unser Vorhaben ist es scheiße, genau. Warte, ich will euch ein Liedchen singen. Aber ich Oh, das brenne! schläft! Es schläft! Eeny, meeny, miny, Es schläft! Es ist eingeschlafen! Da oben sind Hunde. Au! Sieht es viel Leben? Ich hab's eingefroren! Ich bin dran. Denn unser Vorhaben ist es, entweder gegen diese Spinne, gegen die Spinne vor allem, gegen die Fliege hier zu gewinnen oder zu scheitern. Warum hab ich jetzt die Akku auf mir? Kann mir das mal sagen? Oh Nein! nein! Irina ist tot, nein! Ja, das Problem ist, dass ich die Akku auf mir hatte. Warum hatte ich den Akku auf mir? Oh Nein, aber Menno! jeder mal Akku hat. Ich bin auch aggro. Au! Verdammt! Oh Gott! Stehen geblieben. Mrs. Fliege. Ihr schafft es! Wir werden sehen. Ich glaube an euch! Friert es ein! Du kommst nicht vorbei. Vorbei! Einfrieren ist praktisch, wenn du mal kurz eine Ruhepause brauchst und was essen musst oder sowas. Nur, dass das bei mir gerade nicht klappt mit dem Einfrieren. Ist nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, ne? Nein, komm her, Fliege. Eingefroren. Jawohl. Du darfst sie nicht angreifen, wenn du sie eingefroren hast. Zum Ja, Pause ich machen kann die halt. gerade gut auf mich lenken. Oh, die ist hier Lava. Was? Was zum Oh Gott, Teufel? was zur Hölle ist das denn? Lava-E. Ich bin tot. Nein! Oh, verdammt. Wir hätten uns vielleicht diese Herzchen machen sollen. Verdammt, nein! Oh nein, ich Wir wusste hätten nicht, uns. dass diese Lavaviecher da kommen. Das wussten wir ja auch nicht. Wir hätten uns diese Herzchen vorher noch an ein paar wenigstens machen sollen. Diese Herzen, wisst ihr? Ja. Zum Wiederbeleben. Das war unser Fehler.
Oh, verdammt. Du liegst genau da, wo ich auch liege. Oh nein, eigentlich hatte ich noch Oh, so viel Heilung und Mascha. alles. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass ich so schnell down gehe. Oh, Mascha, oh, Mascha. Konzentrier dich. Concentration. Aber die explodieren nach einer Zeit, das ist gut. Also man muss sie eigentlich nur die ganze Zeit nur davonlaufen. Jetzt macht er wieder neue. Das ist eine Drachenfliege, sagt dein Charakter. Ja, ich Wow, habe aus echt? Versehen was falsch. Ich hatte keinen. Ich habe keinen Bogen mehr. Verdammt! Ich kann keinen Nimm Bogen machen. Verdammt! meinen! Wo ist deiner? Ja, der liegt hier. Ich sehe es ja nicht. Ich sehe es gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, Das bis ich deinen finde, Schnucki. hier, Wo ist die Drachenfliege? hier unten, da ist der Bogen da. Habe ich ihn? Ach, Nein, habe ich stimmt, nicht. stimmt. Verdammt, nein! Oh, verdammt. Dam, da dam. Epische Musik einfügen. Wieso hast Denn. du eine Angel mitgehabt? Weiß ich nicht, einfach so. Vielleicht wollte ich ja zwischendurch jemanden angeln, ne? War Badabubsch. so schlecht. Oh Gott. Und wir werden wieder runter zurückgesetzt. Ist sie? Ich weiß es nicht. Es wird langsam dunkel. Wie viel Leben hast du noch? 96. Kannst du vielleicht da weg und eventuell ein Herz machen? Ist es möglich? Ich Ja, müß, wir wenigstens müssen den eine. ganzen Weg zurück. Ich habe nichts da, damit ich ein Herz machen kann. Ich brauche eine Spinnendrüse und ich brauche Stroh. Ah, stimmt. Warum liegt hier Stroh? Ich weiß nicht mal, wo die ist. Wo ist hier? Die Fliege Die hat sich eh ist. wahrscheinlich wieder geheilt. Das ist, glaube ich. Ja, die ist wieder voll geheilt. Verdammt, nein! Oh, ist das fies. Wir haben uns auch Wow. vorbereitet. Why? Also, schönes Bild gerade. Oh, die ärgert sich, hast du gesehen? Wie Wie sie. Die hat sich voll geärgert, die hat am Boden gestampft. süß! Oh, jetzt ist sie weggeflogen. Wie so ein. Wahrscheinlich fliegt sie jetzt wieder zu ihrem Ja, Nest. wie so ein kleines Kind hat ihr am Boden getrampelt und ist Oh, weggeflogen. hier sind kleine Bussarde. Und jetzt ist es. Na, fast hinüber. Ach, Kacke. Da kreisen Oh, schon die hier. Geier. Ja, hier fliegen Geier. Voll süß. Oh, und der kleine Ball. Ein Steppenläufer. Hallo. Oh, da ist eine Fliege, sie schiebt mich. Und es wird Und dunkel. es ist Nacht. Und da kommen Hunde. Nicht so. Nein, nein, ich sterbe. Nein, 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 ich will nicht sterben. Oh doch, jeder muss einmal sterben. Ich bin 3, tot. 2, 1. Alle Yay! sind tot. Ich verfolge Alle das sind Magma. getötet. Kann man das skippen? Nee, ne? Nein. Wir haben, was, 84 Tage überlebt? Hä? 89 steht bei mir. Bei mir Bei mir steht steht auch 84. 89. Lol. Fast Aha. 90! Warum? Ah. 98 wären so cool gewesen. Oh, schade. Ja, das war jetzt doch irgendwie ein. Ja, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die besiegen werden, aber dass das natürlich jetzt so doof mit diesen Maden läuft, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Weil ich hatte noch so viel Heilung, so viel Rüstung und alles noch. Ja, ich auch. Es geht halt recht schnell, wenn du die Akku hast, musst du halt echt nachdenken, was du als nächstes tust. Am besten dann einfrieren, ne? Und dann halt erstmal kurz heilen, weglaufen und dann wieder auftauen. Also hingehen und Aber hauen. So. das ist ja jetzt egal. Ja, Ja. denn das war Es war ja. unser erster Versuch. Hallo? Ja, sozusagen. Ja. Das war auf jeden Fall diese Runde, wo wir dann gesagt haben, wir wollen das jetzt so beibehalten. Davor die Runde, das war eher so, wir gucken mal, wie es geht. Und naja, wie dann ging das gut? Ein, zwei Tage nur. Und dann hat wer diese Runde gestartet und ich meine 90 Tage, hallo. Das ist
Das ist Fürs schon zweite Mal? absolut super. Ne? Definitiv. Yep. Also das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Mir hat das doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Am Anfang musste ich sagen, war ich so eher so ein bisschen dagegen, habe gesagt, ob das was wird und wie es im Let's Play ankommt. Aber ich muss gestehen, dass es immer mehr Spaß gemacht hat. Klar, am Ende wurde es immer ein bisschen repetitiv, immer wieder dasselbe machen, mehr oder weniger. Und wenn man alles gecraftet und gebaut hatte, ja, wusste man nicht so recht, was man tun sollte. Die einzige Motivation war, dass unser Lager des Öfteren kaputt gegangen ist oder dass es mal knapp wurde. Dann hatte man wieder so ein Ziel vor Augen, aber letzten Endes ist es dann doch gegen Ende immer so ein bisschen, es wiederholt sich. Ja, aber ich muss sagen, von meiner Seite aus, es hat mir Spaß gemacht und ich kann es nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann mal eine Staffel 2 geben wird. Aber bei mir auf dem Kanal wird es jetzt erstmal so sein, dass erstmal Dawn Stuff in gewisser Weise erstmal nicht auftauchen wird, weil ich leider schon so viel verplant habe für dieses Jahr. Aber mal gucken. Was sagt ihr denn dazu, ihr zwei? Eure Meinung zu unserem schönen Spielchen hier? Marsha. Lerina, Ladies first. Ach so, okay, dann Lerina. Du bist kein Lady oder was? Nein, ich habe einen Penis. Ach so. Was? Das war too much information for Alle Zuschauer sind schockiert. Dum, dum, dum. Nee, ich fand, das Spiel mit euch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als alleine zu spielen, weil alleine hat man irgendwie nicht so die Motivation, auch irgendwie, weiß ich nicht, so für andere vielleicht auch mal sich zu opfern und so. Oh, geht ja dann auch nicht. Aber man hat halt einfach nicht so den Drang nach diesem großen, Großen ja, Ganzen. Lager und nach diesem großen, nach den vielen Sachen, die man dann hat. Man hat dann halt das Nötigste, was man braucht, um zu überleben in einem Einzelplayer-Spiel. Und mit euch zusammen hat mich irgendwie ein bisschen so da rausgeholt und hat dann gesagt, muss jetzt mal ein bisschen mehr sammeln, weil die anderen brauchen ja auch was, ne? Und das fand ich ein cooler Aspekt dabei. Und man lernt da sicher auch was fürs Leben bei. Aber ja, wollen wir nicht zu deep werden. Ich fand das Spiel wirklich toll. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch mit Freunden zusammen zu spielen, weil es echt Spaß macht. Und ja, also ich denke, auf meinem Kanal wird es, boah, vielleicht, ich will es mal noch nicht spoilern, wird es vielleicht mal wieder kommen. Aber ansonsten gebe ich, denke ich, das Wort an Mascha. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt ja schon eigentlich alles gesagt, was auch meine Meinung ist. Ich fand das Spiel auch sehr, sehr schön. Also wirklich, ich spiele es ja privat auch alleine. Aber da muss man sagen, wirklich, wenn man mehrere ist, da ist zwar Chaos unterwegs und hier und da, aber es macht halt mehr Spaß. Man kann halt sich abwechseln mit den ganzen Tätigkeiten etc. pp. Und auch die ganzen Gebiete entdecken, die Monster entdecken, die man dazu kam. Das war wirklich alles Abenteuer pur. Dazwischen halt, wie die anderen auch schon gesagt haben, kam halt ein bisschen Langeweile auf. Oder es ist halt schwierig fürs Let's Play, wie ich mal eine Folge quasi nur geangelt habe. Was halt auch jetzt nicht so spannend ist, aber es gehört auch dazu. Aber an sich wirklich, also für zum Spielen wirklich empfehlenswert auf jeden Fall. Es klappt nicht beim ersten Mal, haben wir auch gemerkt, aber es macht wirklich Spaß. Und wenn man die Motivation findet und immer ständig Neues entdeckt, dann bleibt man auch dran. Und ja, oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es macht Spaß, spielt es, kauft euch es, das Spiel. Und ja, Unterstützt die Entwickler, denn sie haben wirklich genau. ein tolles Spiel geschaffen. Ja. Ja. Da, ja. Wolltest du noch was sagen? Ja. Ich finde es auch schön mit den ganzen Mods, die es gibt. Leider ein bisschen fehlerhaft, aber die machen das Spiel echt spielenswerter, muss ich sogar sagen. Ja, einige Aspekte möchte ich mir nicht mehr Ja. wegdenken. Ja, definitiv. So, soll ich jetzt noch das Wort zum Sonntag sagen, quasi? Genau. Genau, Tu ja. das. Ja, also nochmal ganz kurz hinzuzufügen, definitiv durch die Aspekte der Mods macht das Spiel natürlich umso mehr Laune, gerade jetzt im Multiplayer-Aspekt, das habt ihr gerade auch angesprochen. Das gleicht sich auch super aus. Man hat jetzt gesehen, durch den Xenomorph, den ich gespielt habe, war ich ja so auf das Monsterfleisch abhängig. Die anderen beiden hatten da wiederum ihre anderen Vorteile. Sie konnten natürlich die ganze Gämse und sonstigen Kram essen. Das heißt, man kann sich definitiv im Multiplayer gut aufteilen, wenn man
man denn gut überlegt, welchen Charakter man spielt. Wir haben es jetzt quasi chaotisch gemacht und nach Lust und Laune, so wie wir wollten, aber man kann es gut auf jeden Fall handeln. Was ich natürlich auch sagen wollte, das habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht, das Ganze zu spielen. Ich meine, wir haben ja schon Dead by Daylight zusammen gespielt und da hat es mir schon viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall ein schönes Projekt mit euch zusammen. Mal sehen, was sich da noch so entwickeln wird, was noch so für Projekte kommen. Also nochmal großes Lob an euch, definitiv. Einmal klatschen bitte, für ja. Geht an alle. Ja. Yeah. Gut, jetzt halt irgendwie feppen. Aber, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas Wichtiges, verdammt. Ach genau, ja, wenn ihr die ganze Sicht der ganzen Staffel nochmal sehen wollt, wie zum Beispiel eine Lerina erfolgreich sympathisch gestorben ist, dann guckt auch gerne mal unten im Link in der Beschreibung rein, dort könnt ihr dann ihre Sicht, ihre Staffel von Don't Starve sehen. Das gleiche geht natürlich auch für Marsha, die sehr viel weniger gestorben ist als Lerina. Aber, ich sage nur alt Elfina. Genau, also wir hatten jetzt quasi... Insider, werdet ihr kennenlernen. Genau, den werdet ihr dann definitiv kennenlernen. Da werdet ihr dann das Ganze live aus ihrer Sicht erleben. Mhm. Ja, das nochmal dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch nochmal für euch da draußen, an euch und euch Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, für eure Kommentare, für eure Unterstützung. Vor allem an den lieben Phone Guy, der uns da super professionell unterstützt hat, die ganze Staffel über, mit seinen super tollen Tipps. Also, wie gesagt, wir waren Noobs, wir sind auch immer noch Noobs, wir konnten einiges lernen und werden diese Erfahrung mitnehmen. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Spiel, wie habt ihr das Ganze gesehen und könntet ihr euch das vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Staffel machen? Schreibt es gerne in die Kommentare, gerne kommentieren. Und wir verabschieden uns hiermit aus einer wundervollen Staffel von Don't Starve Together und sagen vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Begleiten und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Adieu. Vielen Dank danke. Fürs Zusehen. Danke, danke Phone Guy. Danke. Dankeschön auch für ein Träumchen. Ja, ja. Oh Gott, jetzt wird's ich drauf. Tschüss. Jetzt zum Schluss noch. Setzt euch ans Lagerfeuer. Nein, ich schalte aus. Also, tschüss. Ja, nein. Ja, jetzt. Ich bin raus. Ciao. Bye.